Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Oracle WWE 2K16 bzw. Let's Oracle WWE Fastlane 2016. Wir sind wieder da mit dem Match AJ Styles gegen Chris Jericho, der dritte Teil des Jericho gegen Styles Matches, und das verspricht, der absolute Showstealer des Abends zu werden. Ich habe mir den Call geschnappt, den besten, den es auf dem Markt gab, von Dre 41 Calls, und los geht's. Jawohl! AJ Styles. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. From Gainesville, Georgia, the phenomenal one, AJ Styles. Jawohl! We're in for a treat tonight. Richtig gut geworden, der Korb. Richtig, richtig nice. Oh man, the crowd firmly in his corner as he makes his way to the ring. Der Entrance ist halt so ein bisschen lala. Da kannst du nicht viel gegen machen. Das sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Und leider reagiert 2K auch nicht so schnell und haut die neuen Stars sozusagen als DLC nach. Alberto Del Rio zum Beispiel war mittlerweile zweimal US-Champion. Den gibt's in dem Spiel halt überhaupt nicht, weißt du. Ja, das ist mal ein bisschen blöd, aber gut. Was willst du machen? AJ Styles ist hier, Mann. Dank den richtig nicen Community Creations können wir mittlerweile solch gute Calls auf die Beine stellen. Beziehungsweise nicht wir, sondern die Community. Ja. Und wenn ihr jemanden gebaut habt, wo ihr sagt, hey, stell den doch mal vor oder so in einem Video, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Könnte ich gerne machen. Das mache ich gerne. So. Chris Jericho schmeißt sich mal wieder ins Ringgear und zwei absolute egozentrische Egoisten steigen in den Ring. From Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, Chris Jericho! One thing's for certain, when Chris Jericho wants to get your attention, he gets it. Yeah, that's for sure, Michael. He's been making spectacular. Und ich habe AJ Styles genommen. Ich weiß, ich glaube, AJ Styles gewinnt heute nicht. Weil ich glaube, die beiden kämpfen bei WrestleMania nochmal gegeneinander, aber dann mit Stipulation. Aber jetzt, genug Gelaber, lass uns das Match beginnen. Bam! Jawoll! Und hier, der AJ Styles Call sieht richtig geil aus, Alter. Richtig nice. So, jetzt geht's los. Offiziell, das Match beginnt. Und sehr schön. This is what makes him so dangerous. So, wir lassen uns ja gar nicht unterkriegen. Wir machen direkt weiter. Oh, Konter von Jericho. Achtung, Konter von Styles. Schöner Uppercut. Nein! Oh, whip in, aus dem Ring raus. Nein, reversed. Und dann ein Elbow. Und ein Elbow. On the floor. So, also Jericho ist dann auch im Match angekommen. Oh, der Taunt passt ja schon mal. Das sieht gut aus. Bam. Und Neckbreaker. So, und ich bin mal im Allgemeinen gespannt, was die WWE mit AJ Styles anfängt. Ich meine, das ist ja bei TNA ein absoluter Superstar gewesen. Ein ehemaliger World Champion, mehrfach sogar. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, Kevin Owens gegen AJ Styles, Seth Rollins gegen AJ Styles,
Das sind hammermäßige Matches. Dean Ambrose gegen AJ Styles. Boah. Das könnte mitunter richtig nice werden. Selbst ein John Cena gegen AJ Styles könnte geil werden. Boom. Was war das denn? Alter. Und Dropkick hinterher. Schön. Na, AJ Styles ist so ein bisschen Highflyer, aber doch irgendwie so Heavyweight-mäßig. Er ist ein guter Wrestler auf jeden Fall. Ich freue mich auf mehr von ihm. Ich hoffe, einfach mal... die WWE verkackt es mit ihm nicht. So wie ich gerade. Oh, DDT von Jericho. No kidding, this is getting ugly. Wait, is he still conscious? Man, that looked bad. Boah, da wollte man so eine Swanton-Bomb machen. Aber, ne. Oh, was wird das? Boah, sit down. Wie nennt man das? Ja. Das ist mein Move, den ich eigentlich wusste. Das merke ich mir andere und weiß den nicht mehr. Super. Hab's vergessen. Sorry. Mann's. In trouble. Crushing blow. So, jetzt probieren wir es nochmal. Alter! Das war so ein... Vom Ringtop, also vom Seil sozusagen, 450 Splash so mäßig, Alter. Krass. Na komm. Nein! Oh, and a terrific reversal by Chris Jericho. Attacke from behind. Und Backbreaker. Alright. Glaube ich, dass es ein Backbreaker war. Weiß ich nicht. Kann auch ein anderer Move gewesen sein. Vielleicht auch ein Back für einen Neckbreaker. Kann es auch gewesen sein. Naja, ich glaube, es war aber Backbreaker. Wobei. Nee. Ach, keine Ahnung. Vorsicht. Jericho auf dem Top Rope. Schaltet sich doch um. Nochmal ein Backsuplex. Aber wir verpiesen uns. Oh. Was ist denn hier? Nein! Mann, ich wollte eigentlich meinen Signature-Move gerade machen. Mensch. Oh, da ist der Bloody Sunday! Nein! Ein Block von Jericho. Oh, die Fans chanten nur Jericho, weil es eigentlich gar keinen AJ Styles-Chant gibt. Nur deshalb. He's in full Nein! On a Nein! So, Bloody Sunday, der zweite Versuch. Und diesmal! Boom! And down he goes. Jawohl. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Okay. Wir machen aber noch nicht den Finisher. Wir warten mal noch ein bisschen. Wir wollen ja hier das Match nicht sinnlos, sag ich mal. Ne? Was ich ein bisschen doof finde, also wenn ich jetzt überlege, wie die in der Karriere teilweise abgehen, mit Finisher-Kontern, und hast du nicht gesehen? Alter! Kann er wohl überall sein. Und hier jetzt, das ist ja nix, was Jericho bis hierhin abliefert. Also bei der Karriere kommen richtig krasse Matches zustande, hier jetzt so... Nein! Alter, es gibt auch so Powerbomb. We could be seeing Chris Jericho turn a pivotal corner here. It's no Jericho jetzt wieder ein bisschen Jay has a skill set like no other in this dominant. Business. The man who once defeated The Rock and Stone. Dann auch, jetzt wieder bestimmt einen Signature probieren. Same night can set this thing on fire when he Jericho is that good. Und wir können raus, weg. Na komm ruhig mal raus hier. Look at the blood just pouring down his face. Bumps. Achso, oh. Oh, schöner Dropkick. Von AJ Styles. Man, that's gotta hurt. This is the kind of all-out battle that can end up anywhere. And the idea is to do whatever you need to win. He's delivering an old-fashioned butt-kicking right here. I have an idea. Bumps. Und, boah, schöner Tritt. Okay. Wir gehen aufs Top Rope.
Nee, das ist das Mid-Rope, Tobi. Das ist nicht gut. Wir müssen ganz hoch. Kann der das nicht? Klar kann AJ Styles aufs Top-Rope gehen, Alter. Erzähl mir doch nichts. Ja, mach ich doch. Das hat, glaube ich, zu lange gedauert. So, Signature-Move. Front Splash! Das hat er gekontert, das gibt's nicht. Wow, Goldbreaker! Alter! Ja, in der Tat, das ist awesome, Alter. AJ Styles kicked out! Nein. Alter. Boah, er wirft uns raus. Boah, wie krass war der Codebreaker denn bitte? Alter. Der macht aber auch nicht mit jedem, oder? Alter. Krasser Codebreaker von Jericho, aber dann noch der Kickout von Styles. Mega Match bis hierhin, richtig geil. Hat vorhin noch gesagt, ist nicht so geil, aber kommt in Fahrt langsam. Schöner Backbody. Reversal von AJ Styles und... Ja, Counter von Jericho. Flying Forearm von Jericho. Will er das jetzt hier draußen liegen lassen? Hey, Chris. Wir kommen aber nochmal hoch. Gronkh lebt, Mann. So. Ah, schade. Ich glaube, vielleicht er kann weiterfliegen, aber nein. Ich dachte eigentlich. Naja, wir gucken mal. Wir gehen mal hoch da. Dauert zu lang. Doch nicht! Auch mit dir. So. Und. Styles got it. Man, Styles might just win this one right here, Cole. He's too busy bragging and boasting than battling in this matchup. Bang. Und jetzt. Wir warten nur drauf. Yeah. Oh my, look at this. Und. Cold Crusher von Styles. Bums. Und das Cover. Hinterher. Hey, the shoulders are down. Zwei. Styles besiegt Jericho. Clean and simple. Alter Schwede, ey. Fick die Henne. Richtig geiles Match zwischen den zwei. Richtig nice. Und das ist ganz gut, dass wir ihn da so knapp am Ringseil gecovert haben. Da kann der nämlich jederzeit sagen, hey, ich will ein WrestleMania-Match. Und weil meine Hand war noch in dem Seil und du hast mich immer noch nicht clean besiegt. Pass mal auf, nämlich jetzt. Ich glaube, die Hand ist tatsächlich sogar noch hinterm Ringseil. Oh, das ist schon vorbei, die Wiederholung. Egal. Jawohl. Hammermäßig. Richtig geiles Match. Richtig geiler Call. Ich hoffe, das Match wird der Showstealer, den es verspricht. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao. In your seatbelt. This is going to be good. Dean Ambrose, Roman Reigns, Brock Lesnar. Those three go to WrestleMania to fight Triple H for the title.